Nachdem wir beim letzten Mal so lange über die Anfänge der Forschung und die Pre-Community-Ära gesprochen haben, reden wir heute aber bestimmt endlich darüber, wie die Ace-Community entstanden ist, oder? Ja, genau, werden wir. Und du wirst sehen, das beginnt schon bei den Amöben. Bitte was? In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spectrum. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo zusammen auch von mir. Mein Name ist JJ, ich definiere mich als asexuell und ich komme aus der Schweiz. JJ, magst du mal kurz zusammenfassen, worüber wir heute überhaupt reden? Ja, also heute sprechen wir, wie der Titel schon sagt, über Geschichte. Und beginnen werden wir mit einigen Nachträgen zu den letzten Folgen. Und die sind folglich auch ein bisschen früher in der Geschichte. Und dann werden wir sprechen darüber, wie die Ace-Community entsteht. Und generell so ein bisschen über die Geschichte der letzten 20 Jahre. Ja, genau. Und in diesem Zusammenhang noch einmal kurz die Inhaltswarnungen für diese Folge. Und zwar gibt es hier eine Inhaltswarnung für Ace-Feindlichkeit, vor allem für die Pathologisierung von Asexualität und die Rückführung von Asexualität auf andere Gründe und auch für das Absprechen von Queersein von Personen auf dem asexuellen Spektrum. Dann außerdem noch ein Inhaltshinweis auf Queerfeindlichkeit und auf die Erwähnung bzw. auf das Sprechen über Sexnegativität. Genau, wenn du dich mit einem dieser Themen nicht wohlfühlst, dann kannst du die Folge gerne überspringen oder auch in den Shownotes schauen. Dort steht dann ganz genau, an welcher Stelle wir über welches dieser Themen sprechen und du kannst dann auch einzelne Teile gezielt überspringen. Oder, und das würde ich auch noch raten, wenn du dich nicht wohlfühlst mit einem dieser Themen, dann hör die Folge bitte in einem sicheren Rahmen, wenn du es dir trotzdem anhören möchtest. Bevor es losgeht, hier nochmal Finn mit einem kurzen Hinweis aus der Nachbearbeitung. In den ersten 9 Minuten circa kommt es bei mir zu Problemen mit dem Ton. Wenn euch das stört, dann könnt ihr die genauen Zeiten in den Shownotes entnehmen und die Stelle überspringen. Keine Sorge, das geht vorbei. Also hier nur kurz der Hinweis. Aber bevor wir jetzt zur Entstehung der Community und den letzten Jahrzehnten kommen, möchten wir noch einige Nachträge zu den beiden vorangegangenen Geschichtefolgen oder Ace-Geschichtefolgen bringen. Und zwar hatten wir uns letztes Mal sehr stark auf die Thematisierung weiblicher Asexualität fokussiert und viel über Frauen gesprochen. Und es wird da wirklich mehr thematisiert, aber wir hatten da eine Position vergessen, die sich auch mit männlicher Asexualität oder einem Konzept, das männlicher Asexualität ähnlich ist, auseinandergesetzt hat. Und zwar wäre das der erste Nachtrag, und zwar Krafft-Ebbing. Wir befinden uns da im 19. Jahrhundert. Der volle Name des Herrn lautet Richard Fridolin Josef Freiherr Kraft von Festenberg auf Frohnberg, genannt von Ebbing oder kurz auch einfach Richard Freiherr von Krafft-Ebbing. Das war ein deutscher Psychiater und Neurologe bzw. auch Rechtsmediziner und der war Professor für Psychiatrie und Nervenkrankheiten auf der Universität in Wien. Genau, und ein Teil seiner Forschungen war darauf gerichtet, die Beziehungen zwischen Psychiatrie und Strafrecht zu untersuchen. Und schon in seiner Straßburger Zeit brachte er ein Werk heraus, das hieß Grundzüge der Kriminalpsychologie. Und dann später, 1875, kam sein erstes größeres Werk, und zwar das Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie. Und er hatte viele Veröffentlichungen und teilweise gab es von den Veröffentlichungen auch
mehrere Auflagen und sie waren auch in weiten Kreisen bekannt. Und hier zum Beispiel ein Buch, das Lehrbuch der Psychiatrie mit der ersten Auflage in 1879. Und dann kam noch sein wohl bekanntestes Werk, das hieß Psychopathia Sexualis. Das hatte die erste Auflage 1886. Und das war vor allem so bekannt, weil, und es gab auch viele weitere Neuauflagen davon, weil es zum Standardlehrbuch der Sexualpathologie des 19. Jahrhunderts wurde. Ja, und aus diesem Buch wird Finn noch weiteres erzählen. Ja, genau. Und bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich noch mal kurz einen Inhaltshinweis anbringen für die Pathologisierung von Asexualität und Aspec-Identitäten und generell die Pathologisierung von Queerness. Genau, und das ganze Werk oder der Titel des Werks heißt Gesamtpsychopathia Sexualis mit besonderer Berücksichtigung der konträren Sexualempfindung, eine medizinisch-gerichtliche Studie für Ärzte und Juristen Wien, also ist in Wien erschienen, Entschuldigung, 1886. Und ich gehe gleich darauf ein, was hat das jetzt mit Asexualität zu tun? Und zwar erwähnt oder beginnt Krafft-Ebing ab circa Seite 49 auf die sogenannte oder von ihm sogenannte Anästhesia sexualis einzugehen. Das heißt quasi auf fehlenden Geschlechtstrieb. Und diese Anästhesia sexualis kann laut ihm sowohl eine angeborene als auch eine erworbene Anomalie sein, was er auch beides behandelt. Und wir haben hier ein Zitat. JJ, möchtest du kurz das Zitat vorlesen, wie er die Anästhesia sexualis beschreibt? Anästhesie, fehlender Geschlechtstrieb. Hier lassen alle organischen Impulse von den Generationsorganen aus, gleich wie alle Vorstellungen, alle optischen, akustischen und olfaktorischen Sinneseindrücke das Individuum sexuell unerregt. Physiologisch ist die Erscheinung im Kindes- und im höheren Greisenalter. Also natürlich benutzt er hier jetzt noch nicht das Wort Asexualität. Da haben wir ja letztes Mal schon gesehen, das kommt dann erst später auf, beziehungsweise kommt in der Form auch erst später auf und mit der Bedeutung. Und wir würden heute jetzt auch nicht mehr Asexualität oder die Identifizierung mit dem asexuellen Spektrum auf fehlenden Libido begrenzen oder mit überfehlenden Libido oder Unerregbarkeit definieren. Aber dieses angeboren bis erworben deckt bei Krafft-Ebing quasi die gesamte Bandbreite von dem ab, was wir jetzt unter Anführungszeichen Ursachen für Asexualität nennen könnten. Krafft-Ebing pathologisiert sehr viel. Ich meine, ja, es ist ein Werk über das, was er als Anomalien der Sexualität oder im sexuellen Bereich ansieht. Und er ist auch der Ansicht, also er ist wirklich der Ansicht, dass platonische Liebe quasi eine Täuschung wäre und romantische Liebe ohne Sex in Wahrheit unmöglich ist. Da steht auch wirklich so drinnen, also er schreibt quasi, platonische Liebe ist eine Täuschung. Das ist sehr schwer anders zu verstehen oder anders zu interpretieren, zumindest für mich. Und er behauptet dann auch, ja, wenn kein Geschlechtsverkehr stattfindet, dann würde Liebe verkümmern und zur Freundschaft werden. Also keinerlei Trennung hier zwischen romantischer Liebe und Sexualität oder romantischer Anziehung und sexueller Anziehung. Das sehen wir heute in der Community im Allgemeinen meist eher differenzierter. Und das Pathologisieren hört bei Krafft-Ebing übrigens nicht bei dem ab auf, was er als Anästhesia sexualis bezeichnet, sondern bezieht sich auch weiter zum Beispiel auf andere queere Sexualität, zum Beispiel auf Homosexualität, die er als konträre Sexualempfindung bezeichnet und eben als psychische Anomalie ansieht. Und ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass er eigentlich vieles
wenn ja einfach alles pathologisiert, was nicht bestimmten moralischen Vorstellungen entspricht. Was jetzt spannend ist bei ihm, ist, dass er verschiedene Beispiele vorstellt. Und zwar, weil er jetzt versucht, zwischen diesen Fällen von sexuellen Anomalien, auch was wir heute nicht mehr machen würden, aber oder vielleicht weniger machen würden, aber er versucht, diese Neigungen und mit äußeren Merkmalen in Verbindung zu bringen. Und dazu stellt er jetzt verschiedene Beispiele vor von Personen und deckt da auch eine sehr große Bandbreite ab, würde ich mal sagen. Also er schreibt über Menschen, die nie Sex hatten oder es nie probiert hatten, aber dann auch über andere, die mal Sex hatten oder die verheiratet waren und dann gemerkt haben, es passt nicht für sie. Also er bringt da ganz unterschiedliche Situationen und ich würde sagen, gewissermaßen schon so ein bisschen ein Spektrum. Und daher finde ich das auch, also die ganze Pathologisierung ist natürlich nicht toll, aber trotzdem schon einmal, dass er diese Bandbreite abdeckt, schon einmal ein Anfang von einer zumindest differenzierenden Betrachtung, dass es nicht nur eine Position gibt im Rahmen dieses, ich sag mal, Spektrums. Aber zu Krafft-Ebing, da finde ich, können wir auch echt mal eine eigene Folge machen und uns da genauer damit beschäftigen. Aber für die Folge würde ich jetzt mal zum nächsten Nachtrag weitergehen. Genau, zwar haben wir in den Folgen zweimal den Begriff monosexuell verwendet, und zwar einmal im Zusammenhang mit einer Beziehungsform, also als monoromantisch monosexuell, also einer eher moderneren Bedeutung, und einmal kam es in einem Zusammenhang mit der Flugschrift von Kurt Benny, und zwar war uns in diesem Zusammenhang nicht ganz klar, was er mit dem Begriff monosexuell genau meinte. Wir haben jetzt aber einen Artikel gefunden, und zwar Finding Asexuality in the Archives, und der verschafft hier ein bisschen Klarheit vielleicht. Und wir haben diesen Artikel auch verlinkt in den Shownotes, also könnt ihr hier gerne nachlesen. Und zwar geht es da um einen homosexuellen Liberationskämpfer, Greg Turner, und er hat da in einem Text von 1976 seine Suche nach einem Identitätslabel beschrieben. Und er hat da beschrieben, dass er minimales Interesse in Sexualität empfand für sehr lange Zeitabschnitte in seinem Leben. Und ein Freund hat ihm dann über das Manifesto erzählt. Ich referenziere hier auf die Asexual Manifesto, worüber ihr auch schon gesprochen haben. Und das hat dann Greg Turner dazu inspiriert, sich selbst als asexuell zu identifizieren. Aber dann schlussendlich hat er sich mit dem Term monosexuell identifiziert und er hat diesen Term definiert als, er verlässt sich einzig auf sich selbst, um sexuelle Befriedigung zu empfinden, also dass er unabhängig ist von anderen Leuten dazu. Und das ist also eher eine moderne Bedeutung und eben hier wird diese monosexuell im Sinne verwendet, dass man sich nur selbst für die Befriedigung der Libido braucht und verwendet und dass man nicht sexuell mit anderen interagiert, sondern, ich sag mal, nur masturbiert. Heute haben wir auch Begriffe dafür, ältere Begriffe wie autosexuell oder autokorisexuell. Oder neuer und häufiger verwendet, aegosexuell. Und eben, dass der Begriff hier zweimal etwas verschieden verwendet wurde, ist hier eben einfach eine Bedeutungsverschiebung des Begriffes monosexuell. Genau, aber das sehen wir halt auch eben. Über Turner können wir ein bisschen verfolgen, wie es zu der Bedeutungsverschiebung überhaupt kam. Wenn du nichts dagegen hast, JJ, würde ich jetzt gleich mal den letzten Nachtrag, oder eigentlich, und ja, den einfach noch einen Nachtrag anhängen. Und zwar geht es um eine Dissertation, die 2016 erschienen ist. Das ist die Dissertation von Andrew Clinton Hinderlitter mit dem Titel The Evolution of Online and Asexual Discourse. Und warum erwähnen wir die hier als Nachtrag?
Und zwar beschäftigt er sich auf Seite 38, auf den Seiten 38 bis 40 mit britischen und US-amerikanischen Zeitungsartikeln, die zwischen 1950 und 1990 erschienen sind. Er beschäftigt sich eben mit diesen Artikeln, in denen Asexualität bzw. also die Worte Asexualität bzw. asexuell in der Bedeutung einer sexuellen Orientierung erwähnt werden oder auch pathologisiert werden. Und auch mit in diesen Artikeln teilweise oder häufig wird darüber auch einfach spekuliert, ob eine historische oder zeitgenössische Person des öffentlichen Lebens asexuell wäre. Genau, und Hinderlitter erwähnt dann außerdem noch einen Artikel aus The Village Voice aus dem Jahre 1978, in dem darüber eben spekuliert wurde, ob Menschen einfach von der Allgegenwärtigkeit von Sex ausgebrannt wären und sich deswegen der Asexualität unter Anführungszeichen eben zuwenden würden. Also auch etwas, was wir heute jetzt oder was ich nicht unterschreiben würde so, aber eben dieser Artikel. Und ja, aber der erwähnt auf jeden Fall eben Asexualität. Genau, und dann, was gibt's da noch in der Dissertation auf diesen Seiten? Es werden dann auch noch Advice Columns in US-amerikanischen Zeitschriften von zwischen 1970 bis 1990 erwähnt, in denen der Begriff asexuell fällt. Und zwar nicht einheitlich in der Bedeutung, nämlich teilweise synonym verstanden mit einem geringen bzw. nicht vorhandenen Sexualtrieb oder auch dann schon in der Bedeutung einer sexuellen Orientierung. Jetzt sind wir erst einmal am Ende unserer Nachträge angelangt. Gut, einen bekommt ihr noch, aber da müsst ihr bis zur Kulturecke warten. Jetzt sind wir aber in der Zeit des Internets angekommen. Und zusammenfassend bis jetzt würde ich sagen, dass wir gesehen haben, dass Asexualität davor schon existiert hat, dass Asexualität immer existiert hat und nicht erst mit der Erfindung des Internets als Trend aufgekommen ist. Aber was auch gesagt werden kann, dass es vor dem Internet nicht so richtig die Community gab. Es wurde zwar schon der Begriff entwickelt, also den Begriff gab es, es wurden ähnliche Konzepte entwickelt und eben dann der Begriff, die Bedeutung hat sich langsam verschoben in Richtung sexuelle Orientierung, aber es gab jetzt noch nicht die Möglichkeit, dass Personen, die asexuell waren oder sich auf dem asexuellen Spektrum gesehen haben, miteinander in Kontakt treten konnten oder einander finden konnten. Oder nicht so gut wie eben mit der Erfindung des Internets. Und dementsprechend hat das Internet dann schon das Werkzeug an die Hand gegeben zur weiteren oder größeren Community-Bildung. Insofern ist zwar nicht Asexualität eine Erfindung des Internets, wie manche Leute behaupten, aber die Community oder die Entwicklung oder weitere Entwicklung der Community ist durchs Internet stark befeuert worden, wie wir sehen werden. Und jetzt wollen wir in den 1990ern gleich einmal anfangen, oder? Ja, und zwar genau gesagt beginnen wir 1997. Und für die unter euch, die das auch schon erlebt haben, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, dass die Suchfunktionen da noch nicht sehr erfolgreich waren und Internet schon noch ein sehr leeres Feld war. Und aber trotzdem gab es da schon die ersten Anzeichen. Und zwar 1997 hat Zoe O'Reilly einen Artikel veröffentlicht, und zwar My Life as an Amoeba, also auf Deutsch Mein Leben als Amöbe, und zwar in einem elektronischen Webmagazin, man nannte das Websign, im Dispatches. Also das war da Websign Dispatches war ein elektronisches Webmagazin, das von Starnet produziert wurde. Und genau, da gab es Zoe O'Reilly hat da einen Beitrag über ihr eigenes Leben als asexuelle Person geschrieben. Und das war jetzt zum ersten Mal, abgesehen von einem Leserbrief davor, wo Asexualität an ein größeres Publikum gerichtet wurde. Also, und es auch keine politische
Entscheidung oder Identität war, sondern es war wirklich hier beschrieben als eine sexuelle Orientierung. Und eben weil das schon im Internet war, konnte da auch kommentiert werden und das wurde auch getan. Und die Kommentare waren da allgemein eher positiv. Natürlich gab es teilweise auch Klischees und Vorurteile, die wir von heute schon kennen, wie zum Beispiel, dass Asexualität eine Reaktion der Spezies auf Überbevölkerung ist oder, ja, ihr kennt sie alle schon. Und ja, es wird davon ausgegangen, dass das auch der Startschuss war für die ersten Online-Communities, weil das ja auch das erste Mal war, wo darüber online gesprochen wurde und zumindest das erste Mal, was wir gefunden haben. Und ja, aber richtig mit Communities geht es dann erst später los. Ihr findet das, was ich jetzt da gesagt habe, auch noch als Links in den Shownotes, wo ihr das selbst nachlesen könnt. Auch den Artikel My Life as an Amoeba ist da zu finden. Dann würde ich mal sagen, springen wir auch gleich zu den ersten richtigen Communities, Online-Communities, und zwar ins Jahr 2000. Da wurde nämlich am 12. Oktober 2000 die Yahoo-Gruppe Haven for the Human Amoeba gegründet. Das war eine der ersten Online-Communities für asexuelle Personen. Das hat so funktioniert, dass quasi E-Mails an die Gruppe geschickt werden konnten, die dann von allen Mitgliedern gelesen werden konnten. Aber der Nachteil war, dass eben Kommentare nicht wie in einem Forum in Threads strukturiert werden konnten, sondern man musste immer wieder eben eine E-Mail an die ganze Gruppe schicken. Es gab allerdings auch einen Chat, der Austausch ermöglicht hat, und diese Gruppe hatte dann über 600 Mitglieder. Die Themen und die grundlegenden Diskussionen und Herangehensweisen an Asexualität, also an das Thema Asexualität, da gab es zu dem Zeitpunkt drei grundlegende Richtungen. Und zwar gab es einerseits die Versuche einer Definitionsfindung, also es gab quasi zu dem Zeitpunkt noch keine Definition von Asexualität oder dem asexuellen Spektrum, sondern die Community war auch ein bisschen so ein Mix. Da waren Personen drinnen, die sehr antisexuelle, sexnegative Standpunkte hatten oder Personen, die lieber zölibatär leben wollten, aber auch eben solche, die Sex einfach nicht mochten. Und das Zweite, was wichtig war zu dem Zeitpunkt, war der Versuch, eine Community aufzubauen. Die Anforderungen an diese Yahoo-Gruppe sind aber mit den wachsenden Mitgliederzahlen immer größer geworden und es bestand dann eben auch der Bedarf nach einer Website und nach einem Raum mit einer besseren Struktur, weil eben in dieser E-Mail-Liste nicht so gut strukturiert werden konnte. Und das sind dann auch, eben wie ich gesagt habe, als sehr unterschiedliche Personen und Richtungen gab in dieser Community, und mehrere Websites daraus entstanden, mit unterschiedlichen Ideologien und unterschiedlichen Herangehensweisen auch. Ja, genau. Wie gesagt, die Herangehensweisen waren sehr unterschiedlich und da wurden starke Kontroversen geführt, eben zwischen einerseits den Personen, die wirklich antisexuelle oder sexnegative Positionen hatten, wie wir heute sagen würden, und Personen, die Asexualität möglichst streng definieren wollten, und denen, also das war die dritte Gruppe, die eben das Label asexuell einfach als Hilfsmittel betrachtet hat, sich selbst zu definieren und eben Anschluss an die queere Community angestrebt haben, was uns heute, glaube ich, oder der Community heute am nächsten ist. Aber JJ wird euch zu diesen drei grundlegenden Richtlinien gleich noch mehr erzählen, oder? Ja, kann ich gerne machen. Also die antisexuelle Position ist, waren die Leute, die eigentlich propagiert haben, Leben ohne Sex ist besser und Sex wird als etwas Schlechtes angesehen. Und die Grenze zwischen Asexualität und Enthaltsamkeit verwischt hier. Also Asexualität wird hier gesehen als Ziel, das man erreichen soll und was man leichter
was manchen leichter und anderen schwerer fällt. Also es wird so eigentlich ein bisschen ideologisiert. Also ja, dann gibt es die weitere Position, und zwar diese Hardline-Asexuelle, kann man sie nennen. Also sie wollten eine möglichst strenge Definition von Asexualität. Was heißt, nur Personen, die keine sexuelle Anziehungen empfinden und keine Erregung oder romantisches Verlangen verspüren, sollen als asexuell gelten dürfen. Also Aro-Non-Libidoisten, so ein Begriff, den man auch brauchen kann. Und die wollten eine Community, wo Menschen durch einen Online-Test ihre Asexualität bestätigen und dann eine Mailingliste mit Verifikation und Sichtbarkeit. Also die haben sich dann auch genannt Official Asexual Society, also die gab es und gibt es aber heute nicht mehr. Und dann die dritten und heute der Community am nächsten kann man Queer Aces nennen. Also Asexualität wird als flexible Identität aufgefasst, die Personen können sich selbst zu definieren. Also es dient dann als Werkzeug und nicht als Label. Also man sucht da so auch den Anschluss an die queere Community. Und ja, die wurden dann von David Jay koordiniert und sie wollten eben einfach eine Community und Umgebung, um Sichtbarkeit und um Sichtbarkeit zu erreichen und auch um Aufklärungsarbeit zu leisten. Also damit eben Leute wissen, was es ist und damit es auch überhaupt erkannt wird. Ja, und dieser Diskurs, der dauert immer noch an und eben wie viele schon wissen, David Jay hat dann auch das Avon Forum gegründet oder gilt zumindest als Gründer. Und viele Mitglieder von dieser Yahoo-Gruppe wanderten dann schlussendlich auch auf das Avon Forum ab. Also so ein bisschen die Nachfolger. Ja. Und ja, eben Yahoo-Gruppe, die war sehr umständlich. Und das Avon Forum hatte wirklich dann den Vorteil, dass man Threads strukturieren konnte. Man konnte die Beiträge sortieren nach Themen und konnte da wirklich zum Thema nachlesen und so weiter. Das war natürlich schon ein großer Vorteil gegenüber der Yahoo-Gruppe. Genau, und bevor wir jetzt nochmal ein bisschen was zum Avon Forum sagen oder zu der Entstehung des Avon Forums, möchte ich kurz erwähnen, dass nicht nur die Leute, die Asexualität ganz eng definieren wollten, eigene Websites erstellt haben, sondern eben auch die Personen, die sehr antisexuelle Ansichten hatten, beziehungsweise die eigentlich zölibatär leben wollten. Und zwar gab es da auch diese Live-Journal-Gruppe, die Asexuals. Dort gab es eine sehr antisexuelle Einstellung, also sexnegative Einstellung. Ich sage mal, der älteste Beitrag ist von 2001, also da wurde es gegründet. Und der jüngste Eintrag von Anfang 2011, also ist heute auch nicht mehr aktiv. Genau. Und ja, wir haben hier noch stehen, oder vielleicht noch erwähnenswert ist auch, dass Nat Tittmann, das ist die Person, die später die ersten FAQ auf Avon geschrieben hat oder für Avon geschrieben hat. Die Person hat zuerst die Asexuals Live Journal Gruppe gefunden und hat dann aber 2002 eine eigene Live Journal Gruppe gegründet. Die hieß dann Asexuality Live Journal Gruppe, weil Day eben der Ansicht war, dass die Asexuals eher eine Anlaufstelle für Menschen war, die enthaltsam sein wollten. Und Avon war dann quasi das erste Diskussionsforum über Asexualität, wo es wirklich eine explizit sexpositive Einstellung gab. Und was als Fazit vielleicht noch zu sagen ist zu der Zeit, weil eben die Definition noch nicht klar war von Asexualität und weil da noch so viel darüber diskutiert wurde und ganz viele verschiedene Leute da in dieser Community waren,
oder einfach noch also viel, viel unklarer war als heute, was heißt Asexualität überhaupt, auch wenn natürlich manche Diskussionen bis heute fortwirken und teilweise auch zu Problemen und Gatekeeping führen. Personen mussten den Begriff schon kennen, also der Begriff Asexualität musste schon bekannt sein, um eine Community zu finden. Also es gab jetzt noch keine Definition, die gesucht werden konnte, wie zum Beispiel heute könnte, also ich meine, auf die Begriffe sexuelle Anziehung müsste eine Person so auch mal stoßen, aber wenn ich googeln würde, keine sexuelle Anziehung, dann würde ich auf Asexualität stoßen. Mehr oder weniger schnell. Und damals gab es aber noch keine Definition, die man suchen hätte können. Oder zum Beispiel, ich möchte keinen Sex haben oder so. Oder ich möchte das nicht. Oder ich will das nicht. Oder das ist mir nicht wichtig. Sondern eine Person musste wirklich den Begriff Asexualität nutzen, um andere Personen zu finden, die diesen Begriff genutzt haben und Communities zu finden. Und was natürlich auch der Fall war, die Person oder eine Person, die gesucht hat nach Community, musste natürlich einen Internetzugang haben. Also das wäre auch nochmal eine Voraussetzung. Ja, und 2001 ist es dann soweit, dann gründet nämlich David J. AVEN, also AVEN steht für Asexual Visibility and Education Network. Und ihr kennt das vielleicht heute als das AVEN-Forum, gibt es auch im deutschsprachigen Raum. Und, aber das war anfangs nur eine Seite mit einer Definition, und zwar mit einer Definition, auf die man sich geeinigt hatte. Und da hat es noch eine E-Mail-Adresse, über die man in Kontakt treten konnte. Erst dann 2002 wurde es zu einem Forum, und das deutsche Forum kam dann 2005. Und das wurde gegründet von Kathi Radloff oder mit ihrem Forumname Xaida. Ja, übrigens zu Kathi Radloff gibt es auch ein Interview, das kann man finden auf YouTube. Da spricht sie auch über das Forum. Also hört da gerne mal rein, ist noch ziemlich interessant. Das Ziel von AVEN war, eine höhere öffentliche Akzeptanz oder überhaupt öffentliche Akzeptanz zu gewinnen und zu fördern, dass die Community wächst und dass man sich gegenseitig kennenlernen kann und Austausch machen kann und auch, dass das Thema Asexualität bekannter wird generell. Ja, ihr kennt die heutige Domain, die ist asexuality.org und ja, der Wechsel auf die Domain kam dann 2002. 2002 war noch etwas anderes, und zwar der Sexual Orientation Non-Discrimination Act. Das ist der erste und bislang einzige Gesetzestext, in dem Asexualität auch so erwähnt wird. Betrifft New York, also die Gesetze in New York, und zwar verbietet dieser Sexual Orientation Non-Discrimination Act verbietet die Diskriminierung auf Basis der wahrgenommenen oder tatsächlichen sexuellen Orientierung in der Arbeit, bei der Wohnungssuche, Unterkunftssuche, Bildung, im Kreditwesen und in der Gesetzesausübung. Die sexuelle Orientierung ist quasi zu einer geschützten Kategorie geworden zu diesem Zeitpunkt, und dabei wird eben auch Asexualität explizit erwähnt. Ich zitiere: "The term sexual orientation means heterosexuality, homosexuality, bisexuality or asexuality, whether actual or perceived. However, nothing contained herein shall be construed to protect conduct otherwise prescribed by law." Also, wie gesagt, hier sind eben ist eben Asexualität, egal ob wahrgenommen oder tatsächlich explizit mit aufgeführt. So, und jetzt sind wir im Jahr 2004 angekommen. Da hat der Psychologe Anthony F. Bogert eine Studie veröffentlicht, die ihr vielleicht auch schon kennt. Sie ist nicht ganz unbekannt in der Community. Und zwar heißt sie Asexuality: Prevalence and Associated Factors in a National Probability Sample.
Und sie wurde veröffentlicht im Journal of Sex Research. Und den Ergebnissen seiner Studie zufolge haben etwa 1% der Teilnehmenden der Studie von 1994 angegeben, weder gegenüber Männern noch gegenüber Frauen sexuelle Anziehung zu empfinden. Also hier wichtig, das war ein Resultat, das er verwendet hatte, einer Studie, die 10 Jahre zuvor gemacht wurde. Und genau, das Paper können wir nicht verlinken, weil man Zugriff braucht. Das ist nicht öffentlich. Wir konnten es lesen, weil wir Universitätszugriff hatten dafür. Okay. Ja, und eben wie schon gesagt, die Studie nutzt auch Daten von 1994. Diese Studie, also von 1994, haben wir schon in der Ace History Folge vorher erwähnt. Und ihr könnt euch erinnern, wir haben dann gesagt, dass das hier Wikipedia fälschlicherweise auf 2004 gelegt hat, diese Studie, eben weil es in diesem Paper referenziert wurde. Und genau, also worum ging es nochmals in der Studie von 1994? Die Randdaten sind da, waren etwa 18.876 Personen, die teilgenommen haben, zwischen 16 und 59 Jahren. Und es gab da, ein Teil der Teilnehmenden, etwa 200, wurden dann aus der Auswertung herausgenommen. Es gab da Fragen zur sexuellen Anziehung und zwar konkret wurde gefragt, ob man sich von einem oder mehreren Geschlechtern sexuell angezogen fühle oder von gar keinem. Und es wurde dabei das binäre Geschlechtermodell verwendet. Ja, es gab dann auch die normalen Fragen zu Alter, erste sexuelle Erfahrungen, Anzahl Sexualpartner, Häufigkeit von Sexualkontakten und so weiter. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr gerne reinhören oder die Studie selbst recherchieren. Also reinhören in unsere Folge von letztem Mal. Genau. Ja, und er nutzt eben diese Studie von 1994 und wertet sie neu aus und veröffentlicht dazu ein Paper eben. Und deshalb das Datum 2004. Und und dieses Paper ist natürlich auch schon von der Community beeinflusst, weil es zum Beispiel wird hier auch schon die Definition von Asexualität als Abwesenheit sexueller Anziehung verwendet. Genau, und als Reaktion auf Bogarts Paper erschienen dann auch diverse Artikel, zum Beispiel hat die Zeitschrift The New Scientist, das ist eine wöchentlich erscheinende englische Fachzeitschrift, vor allem zu naturwissenschaftlichen Themen, dann dem Thema Asexualität einen Artikel gewidmet und danach sind weitere Artikel gefolgt. Im Grunde lässt sich zusammenfassen, dass die Berichterstattung über die Arbeit von Anthony Bogart gemeinsam mit der beginnenden Vernetzung über das Internet eine Art Wendepunkt markiert hat. Also dadurch ist dann eine starke mediale Aufmerksamkeit generiert worden und dann ist zum Beispiel David Jay, aber auch andere sind dann plötzlich zu Interviews geladen worden, was noch mehr Reichweite und Sichtbarkeit generiert hat. Teilweise sind diese frühen Interviews ein bisschen, ich sag mal, grausam, weil den Interviewten zum Beispiel eben oft, meistens David Jay, kaum Gelegenheit gegeben wurde, auszureden oder man sie und Asexualität ins Lächerliche gezogen hat. Aber sie haben trotzdem dazu beigetragen, dass eben mehr Menschen von der Existenz der sexuellen Orientierung erfahren haben und noch mehr Menschen die Möglichkeit hatten, zur Community zu finden. Nachdem eben diese Community dann so langsam entstanden ist, haben dann recht schnell andere Diskurse begonnen, zum Beispiel eben über verschiedene Formen von Anziehung, über Definitionen, Microlabels und zum Beispiel wurden nach und nach eben die unterschiedlichen Arten von Anziehung, die ich gerade erwähnt habe, benannt und die ältesten Nachweise zum Beispiel nennt die Avon FAQ ab 2003 emotionale und romantische Anziehung.
ab 2005 wird in einem Avon-Thread kommt 2005 der Begriff ästhetische Anziehung auf. Sensuelle Anziehung wird 2006 dem Avon-Wiki hinzugefügt und 2007 kommt dann der Begriff Squish ebenfalls in einem Avon-Thread auf. Und 2010 wird der Begriff queer-platonische Anziehung von einem User mit dem Namen Dreamwith erstmals beschrieben. Naja, jedenfalls hat ein User den Begriff beschrieben. Also das Internet machte sowohl die Entstehung einer Ace-Subkultur als auch Ace-Aktivismus überhaupt erst möglich. Genau, durch die größere Vernetzung und das alles, was ich gerade gesagt habe. Ja, genau. Und wir haben ja auch in Folge 13, also Wieso Pfeile und Kuchen, schon eben über diese Ace-Subkultur gesprochen. Ja, wir werden für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, die verlinken wir euch auch, falls euch interessiert. Aber darum erwähnen wir hier jetzt nur ganz kurz. Zum Beispiel ist dann die Ace Pride Flag entwickelt worden und 2010 von Sarah Beth Brooks oder unter der Initiative von Sarah Beth Brooks die erste Asexual Awareness Week durchgeführt worden. Es gab dann auch den ersten Carnival of Aces, das ist eine monatlich stattfindende Blogparade, die vom Blog The Asexual Agenda organisiert wurde. Das war im Jahr 2011. Und ab 2016 wird von Michael Paramo das Ace Journal, also das hieß anfangs The Asexual, wurde aber dann ausgeweitet und umbenannt, herausgegeben. Und es gab dann auch bald die beiden englischsprachigen Podcasts Sounds Fake But Okay von Sarah Costello und Kayla Kasichka. Weiß nicht, wie man es ausspricht, leider. Den gibt es seit 2017. Und von dann ga, gibt's, gab es noch den Podcast A-OK von Courtney Lang von 2019 bis 2021. Hier noch einmal Finn aus der Nachbearbeitung. Zum Podcast A-OK möchte ich noch hinzufügen, dass auch wenn keine neuen Folgen mehr erscheinen, die Audioinhalte weiterhin online, beispielsweise auf Spotify, verfügbar sind und ihr sie euch weiterhin anhören könnt. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort gibt es eben einzelne Folgen mit Porträts, wo einzelne Menschen auf dem asexuellen und/oder aromantischen Spektrum von ihrem Leben und ihren Lebensentwürfen erzählen. Das ist jedenfalls sehr interessant. Also wenn ihr mal reinhören wollt, hat das auf jeden Fall meine Empfehlung. Genau, und den ersten International Ace Day im Jahr 2021. Da sind wir schon fast in der Gegenwart eigentlich. Aber jetzt gehen wir noch mal ein wenig zurück. Und zwar zum Ace-Aktivismus, wo wir noch ein Beispiel nennen wollen oder wo wir noch etwas genauer reden wollen, und zwar über die DSM Task Force. So, aber bevor wir beginnen, über die DSM Taskforce zu sprechen, möchte ich hier noch eine Inhaltswarnung oder einen Inhaltshinweis geben. Und zwar wird es im Folgenden um Pathologisierung von Asexualität gehen. Also, ja, ihr könnt in den Shownotes schauen, wo ihr dann weiterhören könnt, wenn ihr das nicht hören wollt. So, also wir sind jetzt bei 2008 bis 2009, wo diese DSM Taskforce in Kraft trat, würde ich mal sagen. Und es zeigt hier jetzt auch, wie viel Einfluss selbst eine kleine Community haben kann, auch wenn sie nicht so laut und aggressiv ist. Also zuerst mal zum Hintergrund. DSM steht für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, also auf Deutsch Diagnostischer und Statistischer Leitfaden psychischer Störungen. Und das ist ein dominierendes psychiatrisches Klassifikationssystem, vor allem in der USA, und spielt dort eine zentrale Rolle bei der Definition von psychischen Erkrankungen. Und ja, also 1980 wurde das, was 1977 erstmals von Kaplan und Lief unabhängig voneinander aufgestellt wurde und
angenommen oder aufgenommen in das DSM. Und zwar geht es da um diese Diagnosen HSD. Das steht für Hypoactive Sexual Desire. Das war Kaplan nannte das so. Und ISD von Leaf, das hieß Inhibited Sexual Desire, kam da ins DSM und die dritte Version. Und zwar das, obwohl es eigentlich keine Publikationen außer von Kaplan und Leaf gibt, die da Forschung dazu betrieben haben. Also es existierte keine wissenschaftlich fundierte Grundlage dafür. Dann 1987 im DSM-3R wurde aus ISD HSDD, das steht für Hypoactive Sexual Desire Disorder, und zwar weil man Inhibited nicht mehr drin haben wollte. Im selben Jahr wurde Homosexualität endgültig als Störung gestrichen. Und damals galt es noch in Form der Ego Dystonic Homosexuality als Störung, wenn man darunter litt. Und neue Diagnose, SAD, Sexual Aversion Disorder, Untergliederung der Diagnosen in lebenslang und erworben, wurde da auch eingeführt. Also ihr könnt euch erinnern, von Kraft-Ebing kam das auch schon. Und dann wurde es auch noch unterschieden in generalisiert oder situationsabhängig, in psychogen oder biogen. Also, ja. Und dann 1994, die vierte Version des DSM, da kam als, wurde als zusätzliches Diagnosekriterium hinzugefügt, wenn eine Person deutliches Leid oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten erleben muss. Finn fährt da gleich weiter mit der Kritik an der Diagnose von HSDD. Ja, genau. Und zwar kam meiner Meinung nach verständlicherweise Kritik aus der asexuellen Community zu dem Zeitpunkt, eben unter anderem wegen widersprüchlichen Diagnosekriterien, wegen dem bereits erwähnten Mangel an evidenzbasierter Forschung und auch, weil eben dieses Kriterium Leidensdruck, weil da nicht zwischen primärem, also intrinsischem Leidensdruck und sekundärem, also von außen kommenden, zum Beispiel durch die Gesellschaft verursachten Leidensdruck unterschieden worden ist. So ähnlich wie JJ hat gerade schon diese ich-dystone Homosexualität erwähnt, die noch bis 1987 in DSM war, die war eben auch durch Leidensdruck gekennzeichnet und wurde dann eben aus diesen Gründen eben auch, meiner Meinung nach, eben zu Recht auch gestrichen und kritisiert. Es ist eben, da ähnliche Kritik kam eben zu der HSDD-Diagnose aus der ACE-Community. Genau, und dann gab es noch Kritik von feministischer Seite, also auch aus einer feministischen Perspektive, was sich natürlich nicht widerspricht, weil eben da wurde kritisiert, dass eben viele Probleme mit Sexualität ihre Ursache auch in Beziehungsproblemen haben. Also, dass es eben sein kann, dass die Probleme in der Sexualität einer Person aus anderen Gründen vorhanden sind, als aufgrund einer Störung. Und erste Überlegungen auf Avon, die APA deswegen anzuschreiben, zu adressieren, gab es schon 2002. Das wurde zu dem Zeitpunkt dann aber als aussichtslos betrachtet, weil die Community noch zu klein war und Asexualität auch zu unbekannt war. Ja, und da gibt es auch ein Zitat dazu, das ich kurz vorlesen muss, quasi: Before convincing people that our sexual orientation isn't a disorder, we have to convince them that it exists. Also quasi auf Deutsch, ja, bevor wir Menschen davon überzeugen können, dass unsere sexuelle Orientierung keine Störung ist, müssen wir sie davon überzeugen, dass diese sexuelle Orientierung überhaupt existiert. Genau, also wurde dann erst einmal nichts unternommen, sondern sich eher auf Sichtbarkeit
konzentriert und auf andere Themen konzentriert. Und im Juni 2008 wurde dann von David Jay ein Projekt innerhalb der Community gestartet. Dabei wurde er durch die Transaktivistin Mara Keisling vom National Center of Transgender Equality motiviert. Da gibt's auch ein beschreibendes Zitat dazu, und zwar: "So, five of us, i.e. the AVEN DSM Task Force, put together a report called Asexuality, HSDD and the DSM, a collaborative report, and submitted it to the Sexual Disorders Subcommittee of the DSM 504 TR Review Committee. There was a lit review of the limited ACE-related academic research, though there wasn't much at the time, some interviews with psychologists and such about how they thought clinicians should approach asexuality. And three of us also included personal statements. The report was 78 pages long, not including the article that one of the psychologists we interviewed asked us to include." Also es haben sich quasi 5 Personen zur AVEN DSM Task Force zusammengefunden und einen Report zusammengestellt, der dann eben an das Sexual Disorder Subcommittee geschickt wurde. Und der hat quasi das enthalten, was es schon an Research, an Forschung zur Asexualität gab, auch und Interviews mit Psychologen, wie die ihre Gedanken eben darüber geteilt haben, wie mit Asexualität im klinischen Kontext umgegangen werden soll. Und 3 Personen haben dann auch persönliche Statements noch angehängt. Und das Ganze war 87 Seiten lang plus einen Artikel, den einer dieser Psychologen noch gesagt hat, dass sie hinzufügen sollten. Ja, und das Ganze war eigentlich nur möglich, weil da Cynthia Graham und Lori Brotto, 2 Forschende waren, die sich bereits mit dem Thema Asexualität beschäftigt hatten, und die gehörten zur Sexual Dysfunction Work Group der APA. Und die AVEN DSM Task Force kontaktierte beide und diese stellten schließlich den Kontakt zum Leiter der Arbeitsgruppe her. Und das ermöglichte das Ganze, also das Vorwissen zur Asexualität von Cynthia Graham und Lori Brotto. 2013 dann trat das DSM-5 in Kraft und die Diagnosen heißen dann MHSDD für Male Hypoactive Sexual Desire Disorder und FSIAD für Female Sexual Interest Arousal Disorder. Eine Selbstidentifikation als asexuell ist zwar explizit als Ausschlusskriterium für diese beiden Krankheiten oder wie man es auch immer nennen will, genannt. Aber erstens muss die betroffene Person erst einmal wissen, dass Asexualität überhaupt existiert, um sagen zu können, dass sie asexuell ist. Und zweitens kann FSIAD, also für diese weiblich gelesenen Personen, trotz Asexualität diagnostiziert werden, sofern ihr Mangel an sexuellem Verlangen nicht lebenslang ist. Also zum Beispiel, wenn sie mal sexuelle Anziehung oder sexuelles Verlangen verspürt hat. Es wurde zwar also somit etwas erreicht, aber die Gefahr der Pathologisierung war weiterhin da. Und erst und vor allem außerhalb der USA, wo vor allem auf das von der WHO herausgegebene ICD zurückgegriffen wird. Also ICD steht für
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Oder in Englisch International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Und ja, in dessen 11. Fassung, die zwar am 01.01.2022 in Kraft trat, also dieses Jahr, wird das, glaube ich, nicht mehr pathologisiert. Aber ja, in Praxis wird das wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis es in Anwendung kommt. Man wird aber stattdessen vermutlich eben noch einige Jahre auf die Diagnosen vom DSM-5 veralteten 10. Fassung des ICD zurückgreifen, also auf die vorgehende Fassung. Ja, die dann leider auch noch pathologisierend sind, oder? Ja. Genau, und wo wir jetzt die DSM-Taskforce durchhaben, mache ich noch schnell etwas Erfreulicheres, bevor wir uns wieder auf die harten Brocken stürzen. Und zwar hatten wir dann 2009, haben Mitglieder von AVEN zum ersten Mal als asexuelle Personen an einer American Pride Parade teilgenommen. Und zwar an der San Francisco Pride Parade. Und das finde ich schon auch ziemlich cool, oder? Ja, ist ziemlich cool. Leider schon ziemlich spät. Also. Es hat lang gedauert, das stimmt. Ja. Aber immerhin. War sicher unglaublich mutig. Weil, ja, so als Einzige. Und es ist ja nicht so, dass es nicht auch in der Community Feindlichkeit gibt gegenüber Asexualität. Genau, aber dazu kommen wir dann gleich. So, inzwischen sind wir etwa bei 2011 angelangt. Um diesen Zeitraum fand etwas statt, was wir The Discourse nennen. Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich noch ein paar Inhaltshinweise geben. Und zwar wird es im Folgenden um Aceback-Feindlichkeit gehen, wie zum Beispiel Gatekeeping, Absprechen von Queerness und weitere Diskriminierungen. In den Shownotes findet ihr, wann ihr weiterhören könnt oder wann dieser Abschnitt fertig ist. So, damit möchte ich gerne zu dem The Discourse gehen, kommen, der eben um etwa 2011 war, wird auch genannt The Great Ace Hate of 2011 oder Acegate oder The Debacle. Ja, und das war so im Beginn, im Frühjahr 2011, also vor dem 25. Mai 2011 auf Tumblr, und der genaue Verlauf ist da schwer nachzuvollziehen oder zu rekonstruieren. Jedenfalls ging es dann darum, dass Teile der queeren Community Gatekeeping betrieben, indem sie behaupteten, Aces könnten nicht queer sein und Asexualität sei nicht existent. Aces sollen sich gefälligst über ihre romantische Orientierung definieren und nannten Aro-Aces und heteroromantische Aces konsequent straight, behaupteten, es gäbe sowas wie asexuelle Privilegien, analog zu heterosexuellen Privilegien, und behaupteten, Aces würden nicht diskriminiert, weshalb sie kein Recht hätten, den queeren Community Ressourcen zu stehlen. Ja, der Punkt ist nur, dass das haben dann die Asexuellen wortwörtlich genommen, also nicht wortwörtlich, aber sie haben es sie haben sich's angehört und haben dann eine Sexual Privilege Checklist erstellt, wo es darum geht, welche Privilegien Alos haben gegenüber Aspects. Also einfach um zu zeigen, dass wir sehr wohl auch diskriminiert werden. Und ja, ihr findet den Link zu dieser Checklist in unseren Shownotes. Lest ihr euch mal durch, wir haben das auch in anderen Folgen schon erwähnt. Und ja, dann als Gegenbewegung dazu gab es dann sowas wie die Oppression Olympics. Also da war so ein bisschen, wer wird jetzt mehr diskriminiert? Also eigentlich ist es eine Challenge, die man nicht gewinnen möchte. Aber es wurde einfach darüber gestritten, wer jetzt mehr diskriminiert wurde und das Privileg hat, sich als diskriminiert zu bezeichnen.
Nachdem dann schließlich 2012 der Trevor Project die eigenen Ressourcen auch für ACEs zur Verfügung stellte, also sowas wie Suicide Hotlines, hieß es dann auch, ACEs und Arrows sollten eigene Ressourcen schaffen und nicht unrechtmäßig auf die Ressourcen der queeren Community zugreifen. Ja, und das war der Punkt, wo dann dieser Diskurs erst richtig explodiert ist. Ja, und Gatekeeping dieser Form wird bis heute von Teilen der queeren Community betrieben. Ja, das kriegt man ja immer wieder mit, aber das Ganze ist halt so ausgeartet, dass hin und her diskutiert und gestritten wurde. Naja, jedenfalls wurde in dieser ganzen Diskussion, in diesem ganzen Diskurs auch der Begriff allosexuell geprägt, eben um nicht immer von nicht asexuellen Personen sprechen zu müssen oder von sexuellen Personen sprechen zu müssen. Der wurde dann aber auch gleich als homophob in die Kritik genommen von Leuten, weil viele erstmal nicht verstanden haben oder manchmal habe ich das Gefühl auch nicht verstehen wollten, aber da will ich jetzt nicht einzelnen Personen speziell was unterstellen, dass der Begriff eben einfach nur Menschen beschreibt, die sich nicht als asexuell identifizieren, beziehungsweise die halt sexuelle Anziehung empfinden. Was auch wichtig war im Diskurs, war, dass er auch durch eine massive Ablehnung des Split Attraction Models geprägt war, von dem auch gesagt wurde, ja, es würde homosexuellen Jugendlichen schaden und sie bei ihrer Selbstfindung blockieren, stören. Aber zum Split Attraction Model haben wir später auch nochmal einen Punkt. Dann war erstmal so ein bisschen Ruhe, aber 2015 hat dann der zweite Diskurs gestartet, beginnend mit dem Hashtag GiveItBack, in dem es um das A in LGBTQIA+ ging. Wow, jetzt habe ich mich echt versprochen. Nee, aber das kennen wir ja heute noch, dieses the A is not for ally, also das A ist nicht für Allies und so Sachen, wo dann darüber gestritten bzw. diskutiert wurde, wer denn jetzt für wen denn oder welche Menschen denn nun das A in LGBTQIA+ steht. Was mir ein bisschen auffällt immer wieder, ist, dass nicht nur ACEs bzw. Personen auf dem asexuellen Spektrum, sondern auch Personen auf dem aromantischen Spektrum häufig dazu neigen, apologetisch über ihren eigenen Status als queer bzw. über Diskriminierung zu sprechen und zu schreiben. Also ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass der ACE-Discourse, wie er auch genannt wird, eben auch eine sehr starke Auswirkung auf die Community hatte. Also und so eine Art Rechtfertigungsdruck geschaffen hat. Also einerseits so ein Bedürfnis oder eine Notwendigkeit, die eigene Präsenz innerhalb der queeren Community zu rechtfertigen und halt so ein bisschen das Gefühl, Diskriminierung beweisen zu müssen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal selbst Aceback-Personen, ob jetzt Aros oder Aces, die selbst wenn sie noch keine schlechten Erfahrungen mit anderen queeren Personen außerhalb der Aceback-Community gemacht haben, trotzdem, sofern sie halt in der Community sind, dieser Rechtfertigungsdruck oder diese Befürchtung trotzdem so ein bisschen da ist. Und dass das halt die Community voll geprägt hat. Was denkst du, JJ? Ja, also ich muss sagen, ich hab das selbst eigentlich auch immer so ein bisschen. Wenn es um die Diskussion geht, ob wir zur Community gehören, habe ich mir auch lange überlegt, ja, werden wir überhaupt diskriminiert? Und eben, wenn man sich's überlegt, dann fällt einem auf, dass man das wirklich sehr viele Punkte gibt, eben auch schon diese Bullet Points. Und ja, also ich weiß auch nicht, aber dass die Tatsache, dass wir einfach
oder der Grund, weshalb wir vielleicht nicht so polarisiert haben lange, ist, weil wenn wir unsere Asexualität ausleben, dann bemerkt man das wie nicht. Es gibt viele, es gibt viele Begriffe, eben, dass man zum Beispiel nicht fähig ist, irgendwie jemanden zu abzukriegen oder dass man Pech hatte oder einfach den Richtigen nicht findet und so weiter, wo die Gesellschaft das dann für die Gesellschaft das okay ist. Das heißt, ich sage mal so, unsere Überlebenschancen waren dadurch einfach immer höher. Und das, ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Punkt, in welchem wir da im Gegensatz zu vielen anderen Queeren einen Vorteil haben. Aber auf die andere Art werden wir genauso diskriminiert. Also unsere Existenz wird abgesprochen. Das, was wir empfinden bezüglich sexueller Orientierung, wurde sehr, sehr lange als Krankheit bezeichnet und so weiter. Also, ja. Aber man muss es sich eben überlegen. Und das, ich finde schon, der Gedankengang ist etwas größer, als er ist zum Beispiel bei Homosexualität oder so. Es ist da einfach inzwischen, auch weil es in der Gesellschaft eher angekommen ist, etwas offensichtlicher. Ja, aber ich frage mich halt, ob wir uns wirklich so krass rechtfertigen müssen, wie wir manchmal, oder wie ich das Gefühl habe, dass manchmal das Gefühl besteht, dass wir uns rechtfertigen müssen, weil in den meisten Fällen, also ich meine sicher, es passiert immer noch Gatekeeping und es kommt immer wieder in der queeren Community zu Ace-Feindlichkeiten, aber die Mehrheit, zumindest meiner eigenen Erfahrungen, waren sehr positiv. Und deswegen finde ich das halt schon stark immer noch so ein, also ohne jetzt zu leugnen, dass es so ist und ohne jetzt natürlich zu sagen, alle Aros und Aces müssen sich als queer sehen, weil wer sich nicht als queer sehen will, muss sich auch nicht als queer sehen, obviously. Also ich denke mir manchmal, eigentlich wäre das gar nicht so notwendig. Oder eigentlich müssten wir nicht die Angst haben, die wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, weil die meisten anderen queeren Personen, die nicht auf dem Aceback sind, eigentlich uns gegenüber offen sind und, also zumindest in meinem Erleben oder auch in dem, was ich von anderen höre, auch wenn es dann natürlich immer wieder auch die schlechten Erfahrungen gibt. Also ich habe bisher tatsächlich auch nur gute Erfahrungen gemacht, wenn auch noch nicht viele Erfahrungen insgesamt. Ja, aber ich denke, es braucht auch Zeit, weil ich meine, die Community entwickelt sich auch. Und auch wenn man es von außen hört, ich glaube, die Community war lange einfach nur gay und lesbian. Also. Ja, eh klar. Also das schon. Ich finde es nur krass, das zu beobachten so. Und auch Transpersonen haben da ihre Schwierigkeiten. Also jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus der Schweiz. Dieses Jahr fand die erste Pride statt, bei der es um ein Trans-Thema ging. Also es hieß Transvielfalt leben war das Motto. Und das war das erste Jahr, wo das Motto um Transgender ging. Die Pride gibt es jetzt schon eine Zeit lang. Aber das meine ich halt gar nicht. Ich meine eigentlich, dass halt, ich meine, sicher gibt es auch trans-exklusionistische Personen, darüber haben wir auch geredet, aber ich meines Wissens nach, ich meine, jeder kann mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Ich weiß es nicht, so, weil ich in dem Diskurs vielleicht nicht so drinnen bin auch und was verpasst haben könnte, aber meines Wissens nach, besteht in der Trans-Community jetzt nicht der riesen Rechtfertigungsdruck zu rechtfertigen, ob ich queer bin oder nicht. Ja, da kannst du recht haben. Und das finde ich halt extrem spannend, wie krass die Auswirkungen sind von einem Ereignis ist gut, aber von eben diesem Tumblr-Diskurs oder eben generell von diesem, ja, selbst wenn das gar nicht mehr, also ich meine, was das für Wellen schlägt einfach, was jetzt nicht heißt, dass es nicht mehr da ist, es ist sicher noch da und manche Formen von Diskriminierung, Gatekeeping existieren halt auch noch, was schlecht ist, logischerweise,
Aber ich finde das trotzdem immer sehr krass zu sehen, was solche Dinge für Wellen schlagen. Noch eine Kleinigkeit, was man da vielleicht auch noch anfügen kann. Es fand dann im November 2011 auch der erste Ace Community Zensus statt, oder das, was heute der Ace Community Zensus geworden ist. Und da könnte man mutmaßen, dass zumindest, also dass die Frage Nummer 13, die dann lautet, Do you consider yourself part of the LGBT Community? Also siehst du dich selbst als Teil der LGBT Community? Vielleicht auch eine Re Reaktion auf diesen startenden Diskurs war. Beziehungsweise vielleicht auch diese ganze kleine Umfrage. Ja, es könnte natürlich wirklich sein, dass es aus diesem Diskurs entstanden ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch mehr eine Frage ist. Also ich habe mir die selbst gestellt, bevor ich von diesem Diskurs gehört habe. Deshalb, ich finde es eine naheliegende Frage, Diskurs hin oder her. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Wusstest du, dass das in der Community Thema ist, als du dir die Frage gestellt hast? Boah, das ist eine schwierige Frage. Weil das ist eigentlich die wichtigere Frage, finde ich. Ich frage mich gerade, Weil. ob ich wusste, dass es sowas wie eine Community gibt, als ich mir die Frage gestellt habe. Okay, ja. Weil ich war da, ich weiß nicht, wann ich sie mir zum ersten Mal gestellt habe. Ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten. Okay, es hätte mich jetzt nur interessiert, weil ich finde, dass Ja. das eigentlich das irgendwie Wichtige ist, weil sobald man irgendwie Media konsumiert oder sich damit beschäftigt, konsumiert man ja Inhalte auch aus der Community oder von der Community beeinflusst. Und wenn die Community so stark vom Diskurs geprägt ist, dann ist das, was man konsumiert, auch vom Diskurs geprägt und dann legt das vielleicht auch bestimmte Fragen nahe. Aber das heißt jetzt nicht, dass es so sein muss. Also es kann auch voll anders sein. Also, ich kann auch voll Unrecht haben, keine Ahnung. Also ich versuche es mir gerade zu überlegen. Ich glaube, also ich wusste von der Diskussion nicht explizit, aber ich weiß, ich habe mich damals gefragt, ob das jetzt zu dem ganzen queeren Zeugs, so dachte ich darüber, gehört und habe dann gegoogelt und habe diese Kürzel gefunden, eben LGBTQIA+ und LGBT und was auch immer. Und dann habe ich wirklich so, okay, wenn jetzt nur LGBT steht, ist dann Asexualität ausgeschlossen. Und wofür steht das A? Weil ich wusste dann schnell mal, es gibt auch Agender und es gibt auch Allies und so weiter. Und dann habe ich so recherchiert und dann bin ich, aber ich glaube, die Frage habe ich glaube, ich war zu wenig in der Community, um vom Discourse selbst schon gehört zu haben. Ja, voll. Ich denke nur, sobald man zu dieser Frage kommt, wofür steht das A, kommt man da schon hinein, weil da hatten wir irgendwann in irgendeiner Folge hatten wir mal drüber geredet, dass das online absolut nicht einheitlich ist, Nein, was dazu nicht gesagt nur wird. Das online. hattest du auch gesagt. Ich meine, ja, nicht nur online, aber so, sobald man sich das überlegt, ist man ja schon irgendwie in der Diskussion gelandet, mittendrin. Naja, hast du dazu noch was zu sagen oder wollen wir weiterreden über was Es gibt anderes? noch vieles zu sagen, aber ich glaube, wir gehen weiter. Lassen wir den Diskurs hinter uns und gehen ins Jahre 2012 vielleicht. Ja, ist ein schönes Jahr. Da kommt es dann nämlich zur Gründung von Aktivista mit erstmal 4 Mitgliedern als nicht eingetragener Verein, was daran liegt, dass du in Deutschland mindestens 7 Mitglieder bei einer Vereinsgründung brauchst, damit der Verein sich eingetragener Verein nennen darf. Ja. Okay, aber es hat ja dann geklappt. Ja, nee, es hat geklappt voll. Und dann gibt es auch die erste International Asexual Conference anlässlich der World Pride in London, wo übrigens unter anderem auch Aktivista Teil der Ace-Fußgruppe war. Also inzwischen, 2011, haben wir schon Ace-Fußgruppen. Das geht dann schon ziemlich Von schnell. 4 Mitgliedern oder hatten Sie dann mehr? Ja, Nee, wenn unter jetzt ist anderem eine Frage. Aktivista dabei war, waren da wohl noch Okay. andere Leute. Nee, Außerdem ja. gibt es Ah, ja ja, nicht. okay. Wenn die Fußgruppe die, wenn das sich das mit der Fußgruppe auf alle Aces da bezieht und nicht nur Aktivisten, dann ist gut. Ja, naja, zumindest auf alle Aces, die bei eben genau der Fußgruppe mitgelaufen sind. Okay.
wir können ja nicht ausschließen, dass Aces bei anderen Gruppen auch mitgelaufen sind. Und so. Ja, geschieht zum Glück oft, oder? Dass immer noch wieder Aces mitlaufen und auch die Flaggen zeigen, auch bei anderen Gruppen. Intersektionalität nennt sich das. Nein. Ja, zum Glück, ja, nur wenn sie auch dazugehören, aber man kann. Also wir haben an der Pride auch solche getroffen, stimmt, die alleine da waren mit ihrer Ace-Flagge und das fand ich auch sehr cool. Ja, nee, bei uns ist die das nicht Jahr wussten, dass es. In Wien auch ein Freund von mir mitgelaufen, der nicht Ace ist. Also, das darf auch und geht natürlich auch mit Aces woanders. Ja, oder ist es eben die ohne Gruppe alleine dahin gehen? Das klar, eben. Solche haben wir getroffen. Ja. Absolut. Ja, gut. Aber wir haben nur die mit Ace-Flaggen gefunden. Wollen wir nach 2014? Ja, 2014, da fand der Asexual Census statt und das ist eine. Wir haben schon öfters darüber über Ergebnisse gesprochen dafür davon. Und zwar ist das so eine jährliche Umfrage. Ich glaube, teilweise auch zweijährlich oder die Ergebnisse werden zweijährlich aufgeschalten, bin mir nicht so sicher, weil es wird auch übersetzt und deshalb ist das etwas aufwendig. Und das wird von einem Avon-Team gemacht, die das dann auch verteilen über eben das Avon-Forum oder generell überall, wo sie so die Community kennen und wissen, dass sie vorhanden ist. Und dann werden eben diese Umfragen gestartet. Und in 2014, da waren es dann 14.210 Teilnehmer und 10.880 waren Aces und 3.330 waren Alus. Das ist dann schon mehr als die kleine Umfrage, die da 2011 am Anfang stand. Aber 2014 gab es dann auch, also noch zur Ergänzung, gab es dann auch ein richtiges Team dafür, nämlich das Avon Survey Team. Hier Finn mit einem kurzen Einschub aus der Nachbearbeitung. Ich möchte nochmal explizit erwähnen, dass während des Diskurs auch dezidiert Demisexualität in Frage gestellt wurde. Das heißt, es wurde beispielsweise eben dieses Argument aufgebracht, dass Demisexualität ja nur ganz normale Sexualität wäre und dass das ja eh wäre, wie jeder empfindet und Demis deswegen kein Label bräuchten. Dem stimmen wir natürlich nicht zu, wie den meisten Dingen im Diskurs, und macht ja auch keinen Sinn, weil Demisexualität sich ja nicht darauf bezieht, wann eine demisexuelle Person mit wem Sex hat, sondern eben unter welchen Umständen sexuelle Anziehung empfunden oder eben nicht empfunden wird. Genau, und jetzt komme ich zum versprochenen Teil, noch zum Split Attraction Model. Und hier möchte ich jetzt noch einmal einen Inhaltshinweis für Aceback-Feindlichkeit anbringen. Also, wenn du den Teil nicht hören möchtest, dann schau bitte in die Shownotes. Dort ist dann genau eingetragen, wie lang dieser Teil jetzt dauert und wann er endet und wo du weiterhören kannst. Genau, und ich hatte ja erwähnt, oder wir hatten erwähnt, ich weiß gerade gar nicht mehr wer von uns, dass der Diskurs auch stark durch eine Ablehnung des Split Attraction Models geprägt wurde. Aber wenn man sich die Geschichte des Split Attraction Models anschaut, und ich beziehe mich da auf einen Blogbeitrag von der Atheist, wurde dieser, den wir auch übrigens unten verlinken in den Shownotes, also ihr könnt euch den gerne durchlesen, wurde das Split Attraction Model erst von Leuten außerhalb der Aceback Community verwendet, die erstens einmal Aceback exklusionistisch argumentiert haben, die unter anderem der Community auch vorgeworfen haben, allen anderen ein Modell aufdrücken zu wollen, das eben im besten Fall für Aceback-Personen Sinn machen würde, eben das Split Attraction Model, die außerdem dann Menschen auf dem Aceback abgesprochen haben, queer zu sein, eben teilweise mit denselben Argumenten wie schon im Discourse. Da sind wir jetzt übrigens zeitlich, weil ich es gerade vergessen habe, sind wir ungefähr 2015, wo diese Diskussion noch einmal hochkommt, also auch zur Zeit des zweiten Diskurs. Entweder haben die dann in vielen Fällen die Realität, dass unterschiedliche Formen von Anziehung existieren, beziehungsweise auch romantische Orientierung existieren kann,
entweder gar nicht anerkannt oder auch eben behauptet, ja, für alle Leute außerhalb der Aceback-Community wäre das absolut sinnlos und darum wäre es generell nicht wirklich von Nutzen. Ursprünglich wurde aber auch behauptet, dass eben hinter dem Split Attraction Model die Idee stehen würde, dass jede einzelne Person romantische, platonische, sexuelle, ästhetische und sensuelle Anziehung absolut voneinander getrennt wahrnehmen müsse und oder erlebt und jede einzelne queere Person die dann dementsprechend unterscheiden und beschreiben können würde oder müsste. Und das ist ja auch etwas, was wir heute unter dem Konzept überhaupt nicht mehr verstehen. Es wurde also quasi in der ganzen Diskussion und bei dieser Ablehnung des Split Attraction Models wurde die Diskussion um die unterschiedlichen Formen von Anziehung in der Aceback-Community und die unterschiedlichen Orientierungen beziehungsweise eben die Trennung zwischen romantischer und sexueller Orientierung, die im Übrigen eigentlich viel älter ist als die Aceback-Community überhaupt, das wurde missverstanden und auch falsch dargestellt teilweise. Und ist ja auch, wie eben gesagt, oder wie ihr euch vielleicht schon denkt oder wie ihr vermutlich selber wisst, so überhaupt nicht das, was wir heute unter Split Attraction Model verstehen in der Form. Mittlerweile wird ja der Begriff des Split Attraction Models in einigen Teilen der Community für verschiedene Konzepte verwendet, die teilweise auch nicht unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Also teilweise eben zum Beispiel die Unterscheidung unterschiedlicher Formen von Anziehung, die Unterscheidung zwischen romantischer und sexueller, beziehungsweise gegebenenfalls auch weitere Orientierungen. Da gibt es auch nach wie vor Kritik, also zum Beispiel Kritik an einem Identitätsessentialismus. Dann gibt es auch Kritik eben an der Abweichung von der herkömmlichen Definition einer sexuellen Orientierung, weil eben nicht jede Orientierung nur durch Anziehung oder nicht jede Person eine Orientierung nur über Anziehung definiert. Und aufgrund dieses Hintergrunds empfehlen auch einige Mitglieder der Community, den Begriff Split Attraction Model überhaupt nicht mehr zu verwenden. Aber ich denke, darüber werden wir bei Gelegenheit auch einmal eine Folge machen. Ich persönlich bin da nicht so dafür, weil ich finde, dass das Konzept oder diese Konzepte, ich finde, dass Leute die Konzepte nutzen sollten, die ihnen helfen. Ich weiß nicht. Solange man nicht versucht, sie anderen Leuten irgendwie aufzudrücken. Aber das werden wir uns bei Gelegenheit auch mal genauer ansehen. Ja, 2019, da hat ein User von mit dem Username Pancake von ACES NRW erwirkt, dass durch einen offenen Brief an die Duden-Redaktion eine depathologisierende Änderung des Online-Eintrags zu Asexualität geschah im Duden. Also unter anderem, ja, also man kann da sehen von Pancake wir haben es dann verlinkt in den Shownotes, also so ein paar Sätze, die da gesagt wurden. Und unter anderem einer der Sätze, den ich jetzt speziell wichtig fand, ist: Ich bitte ebenso um die Streichung von Gebrauch Medizin, weil Eisfeindlichkeit in der Medizin hat eine lange schmerzhafte Geschichte. Psychopathologisierung, Einordnung als Paraphilie, vor 2013 Störung, HSDD, DSM-5 und so weiter. Ja, ich finde das ein wichtiger Schritt, dass es auch hier aus dem Duden rausgenommen wurde. Genau, und im Laufe der Jahre davor sind auch weltweit Social-Media-Gruppen entstanden, wie zum Beispiel Indian Aces. Die Gruppe wurde 2014 von Dr. Pragati Singh ins Leben gerufen. Und Asexuality in Arabic, die wurde 2017 von Nabil Alal und Ala Yassin gegründet. Es haben sich auch viele andere kleine Gruppen gegründet und die sind untereinander immer besser vernetzt, beziehungsweise haben sich untereinander immer besser vernetzt. Und des Weiteren mit größerer Sichtbarkeit gründen sich dann
zum Beispiel Partnerbörsen für Menschen auf dem asexuellen Spektrum, und es wird auch möglich, bei manchen größeren Partnerbörsen wie OkCupid die Option asexuell für die sexuelle Orientierung anzugeben. Dazu kommt dann halt auch immer mehr Sachliteratur und Forschung zum asexuellen Spektrum. Zum Beispiel jetzt kurz nur einige Beispiele für Sachbücher. 2016 The Invisible Orientation von Julie Sondra Decker, Ella Prischmüllow, Asexual Erotics, An Intimate Reading of Compulsory Sexuality von 2019. Das hatte ich mal relativ am Anfang des Podcasts in der Kulturecke vorgestellt. Dann kam 2020 ACE von Angela Chen, also voller Titel ACE, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex. 2021 Das asexuelle Spektrum, eine Erkundungstour von Camilla de Winter. Und Unsichtbar gemacht, Perspektiven auf Aromantik und Asexualität von Annika Baumgart und Katharina Kroschel. Und daneben noch nicht, also es gab da nicht nur Sachbücher, sondern auch immer mehr Romane mit Personen oder mit Charakteren, die auf dem ACE-Spektrum sind, und Anthologien mit Geschichten von asexuellen Personen. Und es werden, glaube ich, noch mehr Bücher kommen, soweit ich informiert bin, in den nächsten Jahren. Ja, vor allem sieht man da, dass vor allem jetzt so 2016 bis heute, also ich habe gefühlt, werden es schnell viele mehr. Ja. Also ich glaube, es hängt nicht nur damit zusammen, dass ich selbst jetzt da ein bisschen beobachte, sondern tatsächlich, dass auch überhaupt mehr existiert. Und das finde ich schon cool. Also auch in Serien und so. Es nimmt immer mehr Sichtbarkeit an. Ja, doch, es ist eine Möglichkeit für Charaktere auch, das, was ich sehr cool finde. So, JJ, was ist 2019 noch passiert? Ja, 2019, da wurde Washington der erste Staat in der USA, welcher die Asexual Awareness Week anerkannte, und zwar durch eine Zeremonie, die unterschrieben wurde von Governor Jay Inslee. Ja, und ihr merkt jetzt auch vielleicht, wir haben keine so großen Sprünge mehr. Ich meine, das ist euch wahrscheinlich schon länger aufgefallen. Ich sag das irgendwie erst jetzt, bisschen spät. Aber eben, wie JJ gesagt hat, so wie bei den Büchern, die Sachen passieren immer schneller, und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Im Oktober 2020 wird dann die Website acerecommend.org gelauncht, in Betrieb genommen, und da haben wir einfach, also dort gibt es eine Liste von ACE-Content-Creators, aber vor allem auch von ACE-freundlichen Gesundheits- und religiösen bzw. spirituellen Angeboten für den englischsprachigen Raum, also für die USA, Kanada, Australien und United Kingdom. Und diese Liste an ACE-freundlichen Anbietern können weitere empfohlen werden und die Liste so ergänzt und erweitert werden. Ja, und zudem gab es auch im Jahr 2020 die erste Virtual Asexual Pride, und zwar anlässlich des Pride Months von 17. bis zum 30. Juni 2020, und wurde virtuell durchgeführt von Jamie Doyle und Amanda Large. Und ja, also die haben das organisiert, und es gab da Informationsbeiträge, kurze Videos, und seit 2021 findet das während der ACE Week im Oktober statt und heißt auch mittlerweile Asexual Aromantic Pride. Ja, und dazu verlinken wir euch dann noch diese Facebook-Seite dazu. Genau, also überhaupt, ihr könnt zu allem, was wir erwähnt haben, Links in den Shownotes finden. Jetzt sind wir ja schon ziemlich in der Gegenwart. Wie gesagt, 2021 hatten wir, das hatten wir vorher schon erwähnt, auch den ersten IAD, also International Asexuality Day, wenn ich es jetzt richtig habe. Und uns gibt es auch seit 2021, richtig, JJ? Ja, genau. Und zwar haben wir vor kurzer Zeit ja erst unser einjähriges Jubiläum.
Was wir noch ein bisschen vergessen haben in der Geschichte, also während den letzten Jahren sind an verschiedenen Orten auch Stammtische entstanden, also jetzt vor allem bezogen auf den deutschsprachigen Raum, wo wir es eher wissen, also gibt inzwischen in vielen deutschen Bundesländern Stammtische, in Österreich auch, dazu weiß ich nicht so viel. Und in der Schweiz gibt es die Community auch schon länger und dieses Jahr wurden wir ein Verein. Also und dann natürlich unseren diesen ASPEC German Discourse Server. Also Ja, das sind die letzten Jahre bis in die Gegenwart. Ich meine, alles konnten wir natürlich nicht erwähnen, aber ich glaube, wir haben doch einiges erwähnt und ein bisschen einen Überblick gegeben. Und für weitere Infos, wie gesagt, ihr findet auch Überblicke in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann die ganzen Details anschauen, die wir jetzt nicht erwähnt haben, weil das sonst nicht 3, sondern 50 Folgen geworden wären und wir euch sonst bis ans Lebensende mit Ace History gelangweilt hätten. Ist ja nicht langweilig. Nein, es ist eh spannend, aber ich glaube, wenn man jedes Detail erwähnt, dann verliert man sich auch irgendwo mal im Sande. So, und da wir inzwischen ja auch in der Neuzeit angelangt sind, also im Jahre 2021 respektive 2022, beginnen wir hier auch wieder mit dem Abschluss der Folge und zwar mit dem Lexikon. Da haben wir heute die Begriffe 6 Negativ- bis 6 Positiv-Skala. Also hier geht es um eine Skala, die die Einstellung gegenüber Sex in der Gesellschaft beschreibt. Also, Sex negativ kann zum Beispiel bedeuten, dass Sex generell als etwas Negatives oder Schlechtes angesehen wird. Und Sex positiv im Gegensatz ist dann eben, dass das nicht als etwas Negatives angesehen wird, sondern eben genau, also dass es keine moralische negative Bewertung gibt und anerkennt auch die Wichtigkeit von Safer Sex und so weiter. Also einfach eine positive Einstellung gegenüber Sex in der Gesellschaft. Klar abgrenzen kann man da auch die Begriffe Sex abgeneigt, Sex indifferent oder Sex zugeneigt, was wir auch schon hatten. Da geht es nämlich darum, wie man selbst zu dem steht, Sex zu haben. Also zum Beispiel, ob man abgeneigt ist, selbst Sex zu haben oder ob man zugeneigt ist dazu, selbst Sex zu haben. Also das nicht dasselbe hier, einfach zur Abgrenzung. Also eben, Sex negativ bis Sex positiv Skala beschreibt die sexuelle Einstellung, die man hat gegenüber Sex in der Gesellschaft. Ja, und jetzt bin ich dran mit der Kulturecke. Und ich hatte euch ja noch einen Nachtrag zu den letzten beiden Folgen versprochen. Und zwar habe ich hier heute einen Blogbeitrag bzw. Tumblr-Post von Ace Muslim für euch. Der hat den Titel Potentially Asexual Woman in Early Muslim History. Und ja, worum geht es in dem Post? Wie gesagt, einerseits beginnt Ace Muslim einmal damit, so ein bisschen Kriterien und Methodik darzulegen, was wichtig ist, wenn man nach potenziell asexuellen Personen sucht in der Geschichte. Und dann nennt sie zwei Frauen eben aus der frühen muslimischen Geschichte, die eventuell oder die asexuell gewesen sein könnten oder ja, wo die man so lesen könnte und schreibt über die, deren Leben, wieso diese Personen als asexuell gelesen werden könnten. Genau. Also ich fand den Artikel oder den Beitrag jedenfalls sehr interessant, besonders weil es ein Teil der Geschichte war, über den wir nicht so geredet haben, weil wir relativ wenig darüber wissen. Und ich möchte euch diesen Artikel sehr ans Herz legen als Ergänzung auch zu unseren Folgen und um euch noch, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr anschauen möchtet.
Finn, was nimmst du aus dieser Folge mit? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme mir aus der Folge mit, wie krass die Wellen sind, die dieser Ace-Diskurs geschlagen hat. Also ich meine, ich habe mir das vorher schon mal gedacht und ich wusste grundsätzlich, was das ist und was das für eine Diskussion war. Aber ich habe jetzt, nachdem ich mich wirklich damit beschäftigt habe, so ein bisschen, das Gefühl, dass es einfach noch, also einfach wie stark einfach die Nachwirkungen davon sind oder so. Oder wie wichtig das auch, also ich meine, natürlich war es nicht cool, aber auch irgendwie wie wichtig das in der Form war oder wie prägend das war für die Ace-Community gefühlt oder generell für die Ace-Back-Community. Und dann auch, ja, auch die Diskussion um Split Attraction Model und generell so viele Folgenideen bei Dingen, wo ich mir denke, da könnten wir eigentlich noch in die Tiefe gehen und da hatten wir jetzt nicht die Zeit oder den Platz dafür, da total überall in die Tiefe zu gehen. Und vielleicht machen wir da dann ja einfach mal eigene Folgen dazu. JJ, was sagst du? Was hast du dir mitgenommen? Oder was nimmst du dir mit? Ja, also ich wusste schon, dass Asexualität oder die verschiedensten Arten, wie das genannt wird, medizinisch pathologisiert wurde, aber mir war nicht bewusst, wie viele verschiedene Begriffe es dafür gab und dass es dafür extra Einträge gab, vor allem auch so bei psychologischen ja, Attesten oder was auch immer. Also fand das noch interessant und erschreckend. Ja, bin froh, dass die Zeit vorbei ist und dass so ein bisschen das Nächste, was ich auch mitgenommen habe aus der Folge, dass vor allem in den letzten Jahren es da eine ziemlich schnelle und größtenteils oder zumindest so wie ich es erlebe, positive Entwicklung gab, was unsere Community betrifft. Auch was das die Awareness betrifft. Also wir werden auch wirklich eher gesehen. Ich meine, es gab den Buch, gibt inzwischen in der Abkürzung LGBTQIA plus gibt es auch das A und es wird darüber diskutiert, wofür es steht zwar, aber dennoch, also es ist drin und das war lange nicht selbstverständlich. Und ja, ich finde die Entwicklung, ich finde es schön, dass es sich wirklich, ich denke, größtenteils gut entwickelt. Das ist ein bisschen, was ich mitnehme. Ja, und die Entwicklung geht ja hoffentlich noch weiter, oder? Ja, ich finde, wir sind noch lange nicht fertig. Darüber will ich gar nicht zweifeln, aber vor allem so in den, ich glaube, Corona kam der Online-Community ein bisschen entgegen. Zumindest mir kam es bezüglich Auseinandersetzen mit diesem Thema sehr entgegen, weil vieles der Entwicklung der Community fand online statt. Ja, Corona war da vielleicht nicht unbedingt eine schlechte Voraussetzung. Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt und zum Abschluss möchte ich mich gerne beim Vorbereitungsteam bearbeiten, vor allem bei Dastena und Finn, die sehr, sehr viel Zeit investiert haben in der Recherche. Und ja, ich habe da noch etwas mitgeholfen und Sal kam da spontan noch dazu bei der Recherche. Also generell, das war das Vorbereitungsteam. Dann möchte ich mich noch herzlich bedanken bei Getz für den Schnitt und natürlich auch bei euch allen fürs Zuhören und für euer Feedback und auch, ja. Ja, genau. Wenn ihr jetzt Anregungen, Beschwerden, Wünsche, Feedback, sonst irgendwelche Meldungen habt, neue Ideen für neue Folgen, was auch immer, oder wenn wir was vergessen haben, dann meldet euch doch bei uns. Ihr findet uns auf unserer Homepage inspektren.eu, auf Instagram und Facebook unter inspektren-podcast, aber auch auf Twitter und erreicht uns auch unter unserer E-Mail-Adresse inspektren@gmx.net. Wir haben auch einen YouTube-Channel, aber das ist wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Und ihr findet uns auch auf dem Aceback German Discord-Server. Also wenn ihr mal mit uns reden wollt oder dort in unseren Channel schreiben wollt, kommt gerne vorbei. Genau. Und das war's dann auch schon mit dieser Folge. Und ich sage Tschüss. Tschüss.